Gewalteskalation in Neapel. Hunderte Eintracht-Fans sorgen gemeinsam mit Hooligans von Atalanta Bergamo vor dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League für einen Skandal. 4 Stunden vor Spielbeginn kommt es in der Innenstadt von Neapel zu schweren Ausschreitungen. Hardcore-Fans der Eintracht sowie des befreundeten Clubs Atalanta Bergamo gehen auf Polizisten los und beschießen diese mit Pyrotechnik. Lokale werden attackiert, Beamte mit Tischen und Stühlen beworfen. Die Frankfurter Ultras und Hooligans attackieren die Einsatzkräfte an zentralen Stellen der Stadt. Zuvor waren 400 Frankfurter gemeinsam durch die Stadt gezogen. Dabei war es zunächst noch ruhig geblieben. Rund 20 teils vermummte Neapel-Fans greifen dann den fahrenden Eintracht-Fanbus mit Leuchtraketen an und bewerfen ihn mit Gegenständen. Die Frankfurter wurden anschließend in ihrem Hotel untergebracht, das in unmittelbarer Nähe der Mannschaftshotels liegt.